Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge vom Last Epoch Let's Play mit mir, dem Drago Basler. Ja, wir hatten im letzten Part ein paar Crashes, deshalb ging er nicht so lange. Twitch Studio war mit einem Black Screen im Hintergrund. Da dachte ich, ja, komm, die Aufnahme ist wieder kaputt, aber sie ist scheinbar nicht kaputt gewesen. Und ich sehe jetzt gerade, es läuft auch wieder gut. Es war wahrscheinlich, weil Windows 11 wieder ein Update im Hintergrund gemacht hat, diese Crashes. Aber es ist bekannt, dass Last Epoch an manchen Stellen leider momentan ein bisschen abstürzt. Es gibt einfach viele Leute, die das schreiben in die Foren. Ja, es ist meistens wegen AMD, aber ich habe ja keinen AMD, ein Ryzen Grafikkarte oder AMD Betriebssystem. Also bei mir ist es wahrscheinlich wegen Twitch Studio. Es läuft nicht so gut. Ich kann gerne mal wieder OBS Studio ausprobieren, aber das war damals ja auch mit Crashes und Bluescreens in Verbindung. Also ich will nicht wieder einen Festplattencrash haben. Ja, wir sind momentan mit dem Necromancer unterwegs, der mit Infinite Shade später die Brights verbrennt. Halb automatisch, also nicht ganz immer Procs, aber teilweise. Und der wird wahrscheinlich sehr viel Schaden machen, wenn wir es auch manuell verbrennen lassen. Und die Whites können extra müssen verbrennen, das ist kein Problem. Dafür brauchen wir aber den Dolch und der wird hoffentlich dann dort The Reign of Dragons Timeline und Lieten nach oben. So, bis dorthin kommen wir hoffentlich leicht. Kann sein, dass Relief da ein bisschen Probleme macht. Und dann holen wir einfach ein bisschen mehr Leben für die Minions und dann haben wir halt auch keine Probleme mehr wahrscheinlich. Wir sind gut auch tanky. Wir haben auch manchmal Ward, manchmal auch Endurance und ja, wird uns schon hoffentlich nichts passieren. Aber ich bin schon mal gestorben. Ich bin AFK bei einem Boss. Also der Boss ist so einer der, jetzt muss ich gerade wieder nachdenken, wo ist es? Es ist so ein Kriechender gewesen, ich habe ihn vergessen, musste kurz weggehen. Ich muss ab und zu, weil ich in einer Wege bin, manchmal weggehen. Und dann kann ich nicht irgendwo hin stoppen oder ein Tölpe nehmen. Ich muss dann immer relativ schnell dann bereit sein. Es sind zwei, die relativ krank sind hier in der Wege. Und die brauchen dann schnell Hilfe. Und das finde ich halt doof in einem Multiplayer-Spiel, dass man dann von Gegnern immer noch angegriffen werden kann. Schade. Aber ja, heute kam, also gestern für euch, kam halt keine Videos, weil ich einfach keine Zeit hatte. Morgens war ich bei einem gegen mein Long-Covid, bei einem Arzt. Am Mittag war ich bei einem Arzt wegen meinem Diabetes. Und dann war ich noch zu Besuch bei einem, ja, einer ehemaligen Pflegerin von mir wegen dem Diabetes, wegen Unterzucker damals mal. Und am Abend habe ich gekocht. Wir haben Pizza gemacht, selber. Alles selber, auch der Teig. Das war wirklich wunderbar, nur ich war dann völlig kaputt. Ich habe ja so eine Nervenkrankheit, ME-CFS. Sie gehört zu den schlimmsten Krankheiten auf dieser Welt. Ist eine der schlimmsten Krankheiten auf dieser Welt. Und jo, Unterstützung bekommt man null in der Schweiz. Eben, es kennt niemand, die Ärzte können mir nicht helfen. Es ist jetzt in letzter Zeit auch wieder schlimmer geworden, jetzt ist es wieder am Abschwächen. Und ja. Tut mir leid, wenn da manchmal vielleicht etwas störend ist, wenn eine Konzentration im Eimer ist oder so. Einfach nicht gerade so drauf schauen. Ja, ich hoffe, es gefällt euch trotzdem. Und ja, falls ihr Lust habt, mit mir zu reden oder ja, ein bisschen auszuhelfen, damit es vielleicht bei euch auch ein bisschen spannender wird und so, dann könnt ihr gerne noch ein bisschen für mich da sein. Hä? Kommentare schreiben hier auf YouTube, wäre cool. Andere Sachen dürft ihr auch gerne machen, natürlich. Und ja,
erzählt ein bisschen bei euren Kollegen von mir. Ich glaube, die haben auch viel mehr Bock. Soll ich auch ein bisschen sozialer geht und weiß es ja nicht, wie es euch geht. Habt ihr noch nie erzählt wahrscheinlich. Wir fragen mich. 6000 habe ich gerade geschossen. Also in einem Minion bekommen. Da Minion gemocht hat. Das ist schon ein fetter Damage, aber sehr selten halt. Aber das ist auch die Death Rattle. Macht natürlich 94 Minion Critical Strike Multiplayer und das muss gut rocken. So, haben wir irgendwie gerade etwas Gutes hier? Resistenz ist sehr wichtig später. Sollen wir jetzt rüber switchen? Ja, ich denke schon. Schaden ist fast so gut, dafür 7 zu Ride ist wichtig. Wir nehmen das. Akzeptieren es, dass wir einfach eine Zweihandwaffe jetzt tragen müssen. So, wohin die Punkte? Da, da, da. Da wie im Crit Multiplayer. Und hier unten auf Frenzy. Zu uns? Frenzy zu uns? Nein, die bekommen Frenzy, okay. Schade. Ich wollte, dass es bei mir auch wirkt. Also Gain heißt, dass ich selber bekomme. Wenn It Gain oder so heißt, dann If Gain, wieso, dann heißt es, dass wir bekommen selber. Also jetzt schauen wir noch mal ein bisschen auf die Zahlen. Ich nehme so ultra schnell weg. Wieso? Okay, wegen der Übersicht, aber trotzdem ist es nicht so ultra schnell. Ich finde die Frost noch so cool vom Golem. Unbedingt manchmal nach unten links gehen. Scheinbar wollen die meisten das nicht machen, weil es im Endgame dann nicht mehr so nützlich ist. Ist er schon tot? Ja, da liegt er. Die Reizen auch so schnell am Casten. Aber cool. Und habt ihr schon alle Parts geschaut? Oder schaut ihr einfach jetzt einen Part an? Nehmt mir mal Wunder, schreibt es mal in die Kommentare, was ihr so davon haltet. Gerne ein bisschen Feedback, darf auch Kritik sein natürlich. Dass es mir auch ein bisschen besser, die Videos ein bisschen besser angezeigt werden und so. Ein Algorithmus ein bisschen durchhelfen. Ihr braucht ja nicht lange und viel Arbeit dafür. Oder seid ihr langsam in Kommentare schreiben. Dürft ihr gerne machen. Hätte nichts dagegen. Ich kann natürlich sehr gerne. Doch auch ein bisschen wie die anderen. Am Wachsen. Aber scheinbar jetzt in den letzten 2 Monaten ging es nicht mehr so schnell. Ist ein bisschen schade. Aber so ist es. Irgendwann sterben alle Videos aus und da sind alle auch ein bisschen mitschuldig. Oder dieses Rumgehype ist sowieso nicht so gut. Ich will ein bisschen andere Sachen noch machen. Ich persönlich gefällt. So. Oh! Wir haben einen Werfer's Will. Aber was ist das für eine Schule? Die kenne ich gar nicht. Ah, die Schuhe habe ich aber schon mal gehabt mit Werfer's Will. Das sind so spezielle. Weavers Will. Also wir tragen sie, damit sie wachsen, besser werden. Ich glaube, da kommen wir hell über. Und 10 ist, glaube ich, einfach wegen dem Level. Und da schon mal mit 10 startet. Ich hatte diese Schuhe und bin mit Level 1 oder so gestartet. Also 1. Ich glaube, der Golem ist langsam nicht mehr so zäh. Bisschen viel Schaden über. Naja. Und eben Last Epoch stürzt wieder gar nicht ab. Es liegt wirklich wahrscheinlich an der Hitze von der Grafikkarte. Dass da irgendwie bei der Aufnahme dann halt zu Crash führt. Es ist nicht so. Es ist schon bekannt, dass Last Epoch abstürzt. Aber eher wenn man einfach irgendwelche. Reaver added an FX to Advent of. Okay.
Jetzt haben wir 11. Und wir haben 9. Es geht zurück, aber wir haben eine Intelligenz. Ah, es geht rückwärts. Okay. Verstehe. Dass wir nicht zu viel bekommen, geht es einfach rückwärts. Und dann ist es auch wieder weg. Ein Gürtel mit Elemental Resistance. Weiß nicht, wie viel Damage noch drauf hat, aber zu wenig. Also, wir haben sonst nichts mehr zum Tragen. Wir müssen die Items also alle noch finden. Die wir sonst noch brauchen, natürlich. Wir haben noch ein paar gute, zum Beispiel, glaube ich, Armschienen-Rares mit Dual, Minion-Damage und Minion-Life und so. Die könnten wir noch gut einsetzen. Aber wir sind jetzt gerade auf einem guten Weg. Es ist mir zu leicht ein bisschen. Seht ihr wahrscheinlich, oder? Oder findet ihr es zu schwer? Könnte ja auch sein. Beim Zuschauen weiß man ja manchmal auch nicht so richtig, wie es schwer ist. Bin so ein bisschen am Dudeln. Ich weiche gar nicht mehr aus. Bin aber nur noch am Brightspawn. Und sie verlieren gar nicht so viele. Jetzt muss ich mal kurz schauen, wie schnell überleben die mehr als 5 Sekunden. Ich glaube nicht. Also ich muss sie immer wieder spawnen, sonst habe ich ja gar keine Killermaschinen. Terminators! Ah, die bekommen Heilung wieder wegen der einen Not. Wir haben hier, und ich weiß da, so eine Not, dass man ja Health bekommt, dass sie Health bekommt beim Crit. Ist sehr wichtig. Immer schauen, dass die Minions auch genug Heals bekommen. Ich habe ja bald noch einen Ring. Wie viel habe ich jetzt? Level 41, also in 10 Level bekomme ich den Ring, also kann ich ihn equippen. Und dann haben sie auch viel mehr Leben an der Golem. Und dann schon sehr viel Leben. Genau. Ja, jetzt werde ich einfach mehr Zeit zum Folgen aufnehmen und hochladen. Extra für euch auch länger wach bleiben am Morgen oder morgen rein. Ich kann ja sowieso nicht lange schlafen. Mein Durchschnittsschlafenszeit ist 3 Stunden. Und da kann ich direkt auch immer hochladen. Ich mache es einfach nicht gerne, dass ich das dann automatisch veröffentliche, weil ich dann nicht mehr über Twitch Bescheid sagen kann. Ja. Also auf twitch.com/dragobasel könnt ihr immer sagen, wenn ich ein Video hochlade. Bin aber nicht aktiv dort. Nur die Videos werden dort angezeigt. Also, wenn ein Video online ist, seht ihr dort vielleicht auch ein bisschen besser bei mir. Wenn ich zu viele andere noch abonniert habe dort, seht ihr das eigentlich immer. Aber YouTube hat ja auch eine gute Abo-Box. Nein, falsch, genau. Neue Golem. Jetzt hier Würmchen. Diese Maden. Schlimme Teufel. Diablo 4 hat leider jetzt wieder ein bisschen mehr Probleme. Habt ihr das gelesen? Die haben einen DDoS-Angriff gehabt, der richtig stark war. Es ging mehrere Stunden. So. Ich bin immer noch nicht so motiviert, das Spiel zu kaufen. Ich habe zu wenig Geld. Kann es mir nicht leisten. Viel lieber wieder Last Epoch. Oder Path of Exile, würde ich sagen. Dann nächste Season, aber das ist momentan, glaube ich, direkt in einer Liga. Eine Season. Das heißt, dort liegen. Ja, der Golem haltet ja gar nichts mehr aus. Ich muss da unten schauen, dass ich das ohne Golem auch spielen kann. Das hat recht viel, aber das brauchen wir nicht. Minion Damage. Er hat schon wieder so wenig Leben. Wieso? Weil er halt alles tanken muss. Ich bin doof.
Ja, glaube ich, schlechte Gifte ist. Meine Minions haben immer gute Resist. Oder normale Resist, keine Ahnung. Manchmal versteht man den Last einfach nicht immer so viel. Also so eindeutig ist es nie, was man so lernt. Oder man kann es nicht lernen. Was einfach im Hintergrund ist, diese Statistiken. Sie werden nicht erklärt. Ah. Mein Hals ist ganz rau und heiß. Dieser Hitze. If we pull this off, maybe I can give her some good news for once, eh? Oh, for once, ja, for once. Für eine Wanze. Der Stab sieht cool aus. Heiltrank schlucken. Ich trinke viel Heiltrank. Ich trinke eigentlich nie Heiltrank. Habt ihr schon mal gesehen? Mit diesem Bild, ich bin nie low life. Und auch sonst trinke ich eigentlich viel zu wenig. Zu wenig schnell, vor allem wenn ich dann lange nicht mehr angesetzt habe. Ihr kennt das sicher. Flask Piano bei Last Pass of Exile, lieber Drago. Pass of Exile. Schweres Wort, ha? Wenn man es schon nicht mehr gespielt hat. Name fällt einem nicht so gut ein. Man ist auf Last Epoch Trip. Gut Resi. Und es Scorp Intervention. Dual Resi möchte ich öfters finden. Oh, schöne Greets. Ist das irgendwie Brand Damage schnellen oder Mehrfachtreffer wahrscheinlich? So, also ich brauche hier. Hä, habe ich das nicht gespielt damals? Irgendwie habe ich das wieder zurückgesetzt bekommen. Soll ich das noch nehmen? Restores Health. Ein bisschen schwach. Also ich brauche einfach helfen. Ich kann ja ihn nicht sonst dicker machen. Oder bekommt er irgendwie noch mehr Resi über. Also hier werden fertig. Dann müssen wir eigentlich hier noch. Ich muss kurz nachschauen, weil das mir ein bisschen zu kompliziert sonst. Ich habe irgendwie da einen Skill-Not nicht mehr. Also, passive. Commencer. Wir müssen die in der Mitte nehmen. Also das mit dem Resi müssen wir nicht nehmen. Minion Fire Damage, ja, für die Brides natürlich. Ah, hier ist Elementar Resistance für die. Ja, Elfregen. Einfach alle Resi ist hier unten und hier ist. Ja. Elementar und Necrotic Resistance. Also nur Damage? Nur wir bekommen. Ich will aber, dass die Minions zerstören. Ja, okay, mit dem Infernal Shade werden wir sowieso dann wieder relativ schnell wieder down haben. Aber wir beschwören sie ja die ganze Zeit die Rides. Und wir nutzen dann eigentlich nur noch die Rides, denke ich mal. Also, komisch. Ja, du hast Zeit. 18,55. Ja, die Aufnahme geht bis jetzt gut und jetzt, wenn ich darüber rede, geht wahrscheinlich dann wieder ein Crash kurz. Aber schneid sie dann auch immer aus und hat dann noch Update später. Ich denke, dieses Update jetzt, das heute gekommen ist bei Windows 11, tut die Crashs auch ein bisschen weniger machen. Und ich habe einfach die Core-Temperatur von der Grafikkarte zu niedrig gesetzt bei Easy Afterburner. Deshalb ist es kurz abgecrashed. Ich hatte ja davor auch schon Crashs und ja, das habe ich auch noch fixen können. Einfach so viel wie möglich ausprobieren und ihr löst solche Sachen. Okay, jetzt haben wir 7 und dafür 3 Intelligenz. Weil die Intelligenz macht ja die Minions auch zäher und machen 4% mehr Schaden. Ich glaube auch 4% mehr Leben oder so.
ist schon wichtig. Es ist gut. Und hier haben wir. Yay, wir haben Slime Flame Ref. Aber wir können es nicht haben. Okay, wir haben das zweite Flame Ref. Eins habe ich schon. Hier ist 34. Und hier ist 31. Das ist, glaube ich, fast Maximum. Oh, geil. Dankeschön, liebes Spielchen. Okay, es ist schon ein Spiel. So lange spiele ich das schon und bin noch nicht so sehr weit gekommen. Ist schon ein Spiel. Ja, die Spiele dauern halt einfach unglaublich lange. Aber 4 Dungeons. Okay, 5 Dungeons. Nein, es sind 3. Es sind 4 Dungeons, ja. Und halt. Ja, dieses Monolith-System, das mir nicht so viel. Okay. Ist es dennoch nicht ganz so hoch, aber man hat einfach viel zu tun. Es macht Spaß. Und ja, nur die Bosse, die müssen mal ein bisschen anständiger gemacht werden. Die haben Vollspam bei Jura. Es ist einfach schwer, wenn es nicht so läuft. Wenn das Spiel ein bisschen gegen einen ist, so schnelle Monster macht und alles, ist es halt einfach schwer. Diese Angriffe muss man ja irgendwie ausweichen können. Das kann man dann mit so schnellen Gegnern, Mods und so gar nicht mehr machen. Na gut. Gift Resistance können wir vielleicht ein bisschen gebrauchen in den Fetzen. Ah, das Spiel macht so viel Spaß. Aber ich hoffe nicht vorher nicht so demotiviert. Aber ja, es gibt leider noch viel zu wenig Content. Es macht nur Spaß, aber es ist immer das Gleiche. Ne? Also, ja, nicht immer das Gleiche. Wie soll ich so das sagen? Ihr müsst einfach von Monolithen zu Monolithen gehen und sie immer wieder empowern, damit sie dennoch genügend herausfordernd sind. Mehr ist es aber nicht. Ihr habt genügend Spaß. Also, es ist eine totale Kaufempfehlung für mich und euch. Weil so, es kostet halt ein bisschen Grafikpower, ein bisschen. Kann ich jede alte PC noch schon abspielen. Also ruckeln vielleicht oder so, aber das Spiel sieht super auch aus auf minimalen Einstellungen und dann crasht oder ruckelt es nicht. Ich spiele immer auf Maximum, glaube ich. Ja, ich habe nur noch mal Maximum. Und jo, einfach gut. Vielleicht nicht Ultra, sondern sehr gut einstellen, das reicht völlig aus. Dann geht das Spiel wirklich wunderbar. Und die Ratten kommen geflogen. Die Ratten. Schon Geflügel sagen, aber stimmt ja nicht. Gutes Deutsch drauf. Ich will keinen Krähenkopf. Ich kann es ja nicht tragen. Ich will eigentlich sagen, ich habe einen Helm gefunden. Oh, ein Helm an den Händen. Das ist ein Motorradhelm, den man so ein bisschen an den Händen trägt, während man nicht auf dem Motorrad ist. Wäre doch auch nicht schlecht hier im Spiel. Ja, so langsam bin ich doch müde. Jetzt weiß ich gar nicht, was wir für Zeit haben, aber wahrscheinlich schon über 12 Uhr nachts. Wo wir dann erhöht haben. Muss ich, glaube ich, gar nicht beschwören, weil der wieder geheilt ist, aber ich muss. Ich will mal diese Zitadelle wirklich gut sehen. Wir sind wahrscheinlich dort unten gewesen und jetzt gehen wir Richtung Zitadelle hoch. Oder gehen wir gar nicht zu dieser. Doch, wir gehen doch. Bosskampf ist doch in der Zitadelle. Das fand ich in Pass of Exile so cool, diese Zitadelle in Orias. War richtig cool, nur man sah nicht gut. Man hatte nur diesen spektakulären Kampf. Den
Ich hatte auch schon von Balian Diablo 3. Nein, der war früher. Kannte, aber ich habe ja auch Dungeons Age 1 gespielt und ich glaube in Dungeons Age 2 gibt es mindestens auch einen Boss. Ja, der Drache. Der Drache, genau. Der einfach auf einer Seite ist und dort einfach fest am Boden steckt oder so. Ja, diese Kämpfe. Der erste solche Kampf war, glaube ich, Dungeons and Dragons, aber welches genau, weiß ich nicht. Die Betrayer, die wir hier auch haben, diese da, die, ja, Augen, die tentakelig sind, die gibt es auch aus Dungeons and Dragons. Ich war früher übrigens Fan, ich hatte das Spiel zu Hause, aber hatte damals auch nicht so genügend Geld. Maximum Mana 107. Noch mehr Chancen. Also. Gut, und hier haben wir Idole. Vielleicht ein bisschen Health. Poison Damage. Schade, nicht so gute Idole gedroppt. Du hast schon wieder wenig Leben, der Golem. Ja, es ist ein bisschen schade, dass die Golems nicht so viel aussehen. Die haben doch gut Tanks und so. Ich habe irgendwie das Gefühl, die Kämpfe werden immer wie leichter, also wie immer schneller fertig. Ja, ist ja klar. Manche Minions haben wir jetzt nicht mehr so genügend Leben. Aber ich freue mich einfach wieder darüber, ein bisschen schneller das Ding zu kommen. Ein Akt. Ekte. Aber ich wäre gerne wieder mit dem Monolithen wieder an der Welt. Der war einfach zu demotivierend in Monolithen. War noch zu schwer. Also die Gegner waren zu zäh und so. War nicht so Spaß. Ich muss ja einen Bosskampf sogar abbrechen. Fliehen, weil der zu schnell wieder Lebensregeneration hatte. Er ging sonst unendlich lang. So, also die Bosskämpfe werden leicht sein, ich beschwöre aber alles nochmals neu. Ja, wir haben ein paar sogar verloren, stimmt. Manchmal sterben die einfach wie kleine Mädchen. Schilbra. Schilbra. Sieht Schilbra? Ach, die übersteht. Ja, Schilbra. Chill mal, Ra. Meine Güte, jetzt haben wir schon so viele Zähigkeitenprobleme. Vor allem wegen dem Amulett, das macht halt mehr Damage an den Minions. Aber okay, liebe Entwickler, ihr könnt das auch mal ein bisschen chilliger. Ja, Mana Problem. Wie leicht, nur irgendwie. In Last Epoch hat man einfach manchmal ein bisschen Probleme, weil es der Bild einfach so will oder die Items. Kann man nichts machen. Aber das mit der Kugel überschreiten und so müssen sie anders machen. Das geht dann doppelt so lang. Das ist nicht so toll. Einfach nicht flüssig genug. Ist überflüssig. So, 29:46. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich mache noch ein paar. Tschüss und ja, bis nächstes Mal. Tschüss.